diese Äußerung von Herrn de Maizière, der der Rheinischen Post gegenüber gemacht hat, hat zwei sehr problematische Aspekte. Zum einen beschuldigt er einen ganzen Berufsstand mit nicht belegbaren Zahlen, man muss schon fast sagen, auch mit erfundenen Zahlen, dass sie Gefälligkeitsgutachten machen, um die Abschiebung von Flüchtlingen zu verhindern. Und das zweite große Problem dabei ist, dass hier die Unabhängigkeit der Entscheidungen von regierungspolitischen Interessen oder für regierungspolitische Interessen instrumentalisiert werden. Und das ist ein Grundpfeiler ärztlicher Ethik. Und das kann man nicht einfach so hinnehmen als ein Lapsus oder ein Versprecher. Ja, also ärztliche Ethik ist ein abstrakter Begriff, mit dem vielleicht viele Leute gar nicht so viel anzufangen wissen. Sie wissen von der ärztlichen Schweigepflicht und davon, dass der Arzt am besten dazu verpflichtet ist oder dazu verpflichtet ist, einem zu helfen. Jetzt könnte man das Ganze ja so auslegen, dass ein Arzt mehr oder weniger verpflichtet dazu ist, Flüchtlingen zu helfen, dass sie da bleiben können, wenn sie denn die nötige medizinische Versorgung im Ausland nicht haben. Wie wird das in der Ärzteschaft denn besprochen? Ich kann natürlich nicht für die gesamte Ärzteschaft sprechen, aber einer der Grundpfeiler und der Grundorientierung des ärztlichen Berufsstands ist ja nicht zu schaden. Andererseits muss er natürlich auch Gesetze befolgen. Jeder Arzt oder viele Ärzte kommen in einen grundsätzlichen Konflikt, weil sie ja der Humanität verpflichtet sind und Menschen in bedrängten gesundheitlichen Lagen zu helfen, wenn sie konfrontiert sind mit einer Flüchtlingspolitik, die deutlich inhumanitäre Züge hat. Ja. Das ist für viele Ärzte nach Gewissensherausforderung. Ich habe selbst in solchen Bereichen war ich tätig. Reisefähigkeit war zu meiner Zeit überhaupt nicht definiert, was darunter zu verstehen ist. Natürlich sind die meisten reise- oder transportfähig im Sinne, dass sie von einem Ort zum anderen gebracht werden können. Aber die Folgen dieser Verpflanzung, die sich in eine andere neue Lebenssituation geben, die sind in diesem engen Begriff gar nicht erfasst. Aber ein Arzt muss sich davon auch leiten lassen, welche Folgen das diese Abschiebung für den Betroffenen, welche gesundheitlichen und psychosozialen Folgen das mit sich bringt. Davor hat sich Thomas de Maizière auch noch zu Wort gemeldet und gefordert, dass die Zivilgesellschaft gefälligst unterstützen sollte, wenn es zu Abschiebungen kommt und nicht nur im Abstrakten für Abschiebungen zu sein und im konkreten Fall dann sich eine Abschiebung vom Jungen aus dem Fußballclub oder von der netten Nachbarsfamilie in den Weg zu stellen. Wie nehmen Sie denn das wahr? Das, was Sie versucht haben mit Instrumentalisierung von humanitärem Handeln durch die Politik. Natürlich ist die Flüchtlingsfrage nicht einfach zu beantworten, weil das ja auch Folgen hat für die Gesellschaft bei uns. Und man muss auch mit im Auge haben, der Verantwortung, welche Auswirkungen das für die Gesellschaft hat. Aber es gibt ja auch ganz bestimmte rechtliche Grundlagen durch das Vereinten Nationen, durch das Flüchtlingsrecht, durch das Asylrecht. Und die müssen da beachtet werden. Und das ist ja im Laufe der Zeit immer weiter ausgehöhlt worden durch die Bundesregierung. Und wir können froh sein, dass es in der Zivilgesellschaft eine solche Kultur ist, die Empathie zeigen und Verständnis für die Situation der Flüchtlinge. Und da sollte der Innenminister zurückhaltend sein, dass er diese Menschen nicht vor den Karren einer kurzfristigen Politik spannt. Der Innenminister hat jetzt da auch sehr starken Gegenwind bekommen, unter anderem aus dem Verband IPPNW von Ihnen. Aber Sie haben sich da zusammengeschlossen mit anderen Verbänden, Ärzteverbänden auch noch. Können Sie mal sagen, wie das zustande gekommen ist und was Sie sich davon erhoffen? Ja, es gibt seit 2-3 Jahren eine deutsche Plattform für globale Gesundheit. Von Gesundheitsorganisationen, Arztorganisationen, aber aus dem Dritten Weltbereich, auch karitativ großen Verbänden, die sich zusammengeschlossen haben. Das Thema globale Gesundheit, also die Auswirkungen von Globalisierung und Gesundheit sowohl in Deutschland wie auch in den Ländern des Südens zu thematisieren und eine gemeinsame Position zu finden. Von dieser Plattform, denen etwa 15, 16, 17 Organisationen und Wissenschaftler angehören, haben sich jetzt ganz kurzfristig halt 5, 6 oder 7 oder 8 dieser Pressemitteilung der Stellungnahme gegen den Vorwurf von de Maizière angeschlossen. Also hier geht es tatsächlich darum, auch die sozialen Determinanten von Gesundheit stärker in den Vordergrund zu rücken. Also Flucht und Migration, ungenügende Ernährung, Krieg, Vertreibung und dergleichen, die sich auf die Gesundheit der Bevölkerung in weit stärkerem Maße auswirken können, als es ein gesundheitlicher Fortschritt je kompensieren kann.
Wir sehen das zum Beispiel in Griechenland, wo die Zahl der Suizide und der Depressiverkrankten und der Süchtigen mit der Austeritätspolitik enorm zugenommen hat. Und das kann kein Gesundheitswesen auch nur annähernd kompensieren. Insofern hat auch mal ein berühmter und ein bekannter englischer Epidemiologe gesagt, Sparmaßnahmen, Austeritätsmaßnahmen töten.